Der Nintendo DS hat zwei Zelda-Spiele bekommen, die ziemlich interessant sind. Einmal Phantom Hourglass und Zelda Spirit Tracks. Der Link aus Phantom Hourglass ist der gleiche wie aus seinem Vorgänger Wind Waker, aber in Spirit Tracks ist es ein anderer Link, es ist nämlich ein Nachfahre. Problem an der Sache ist, dass der Link aus Phantom Hourglass dieses Schwert hier hat. Ihr könnt es sehen, oder? Ihr denkt, das ist doch das Master Schwert, oder? Aber so ganz stimmt das nicht, denn das waren mal Zeiten, doch er ist nicht mehr der, der er einmal war. Denn das, meine lieben Freunde, ist nicht das Master Schwert, es ist das Phantomschwert. Ja, die finale Waffe aus Phantom Hourglass ist tatsächlich das Phantomschwert. Es kam zum ersten und letzten Mal in Phantom Hourglass vor. Hyrule Warriors lasse ich hier mal raus, meine lieben Freunde. Und naja, es sieht ähnlich aus wie das Master Schwert und soll eine Alternative darstellen. Das Schwert ist grundsätzlich nicht mal besonders stark, da es denselben Schaden macht wie das normale Schwert von Link aus Phantom Hourglass. Aber die Fähigkeit ist ein bisschen was Besonderes. Doch bevor ich zur Fähigkeit komme, rede ich erstmal darüber, wie es erschaffen wurde. Link musste drei Edelsteine finden, den Scharlachstahl, Azurstahl und Smaragdstahl. Damit konnte er zu einem Schmied namens Sautz gehen, der daraus die Klinge schmiedete. Sivan, also dieser alte Mann, hat die Klinge dann mit Hilfe der Phantomuhr, die das Hauptthema in dem Game, wie man schwer lesen kann, darstellen soll, zusammengeflickt. Also somit hat er die zwei Dinge fusioniert und daraus entstand das Phantomschwert. Dieses Schwert hat die Grundfähigkeit, Phantome zu besiegen, also zu killen, wenn ihr versteht, was ich meine, die man vorher aber nur stunnen konnte. Außerdem konnte man damit Bellamo töten. Ich meine, es ist die finale Waffe, also wer hätte das gedacht? Läuft auf jeden Fall. Ich persönlich mag das Design der Klinge sehr, allerdings gibt es zu ihr keinen großen Hintergrund und was krass Besonderes ist sie ebenfalls nicht. Und was mit dem Schwert danach passiert ist, weiß so gut wie keiner. Das heißt, es ist einfach nur ein Platzhalter gewesen und in Vergessenheit geraten. Im Nachfolger von Phantom Hourglass, also Spirit Tracks, haben wir einen neuen Helden, der Nachfahre des vorherigen Heldens. Auch hier gibt es das Master Schwert nicht, allerdings gibt es das Phantomschwert hier ebenfalls nicht. Was aber dann? Ich meine, Link muss ja den Dämonenkönig besiegen. Leute, das ist das Lokomo-Schwert. Und glaubt mir, das Schwert ist noch verlorener als das Phantomschwert. Dieses Schwert bekam Link einfach so von Sheen. Also Sheen ist so ein Typ halt, den ihr halt öfter mal antrifft. Ich möchte da jetzt nicht genauer drauf eingehen, dazu gibt es dann ein extra Video. Und kein Scherz, er bekam es einfach so. Random zum Ende. Wieso nicht gleich? Die Aussage von Sheen war, dass er damit jetzt den Dämonenkönig besiegen kann. Er hätte ihm trotzdem die Klinge vorher geben können. Diese Klinge soll anscheinend die Macht der Götter haben und kann Phantome stunnen. Das Problem ist, das Phantomschwert konnte Phantome wortwörtlich zerstückeln, aber dafür ist das Lokomo-Schwert stärker als die normale Klinge, also gibt es hier so einen Ausgleich, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Design finde ich auch hier tatsächlich ziemlich gelungen und es sieht auch cool aus, also ich habe echt nichts gegen die Designs. Allerdings ist das Schwert nicht gut umgesetzt worden, also wirklich das Lokomo-Schwert hat, finde ich persönlich, eine schlechtere Umsetzung und Geschichte als das Phantomschwert, weshalb ich das Phantomschwert persönlich besser finde. Aber jeder hat natürlich eine eigene Meinung. Im Endeffekt lässt sich sagen, dass allgemein beide Schwerter eher als Platzhalter für das Masterschwert verwendet wurden und nicht wirklich was Besonderes sind. Sie waren aber eine ziemlich coole Abwechslung, aber ich bleibe doch lieber beim klassischen Masterschwert.